Zu Beginn dieser neuen Börsenwoche gibt es erneut trübe Nachrichten aus China und das bestätigt den Trend der vergangenen Woche. Heute war es die Industrieproduktion, aber auch die Investitionen, die die Anleger und auch die Analysten enttäuschten. Diese Daten, die veröffentlicht wurden, waren deutlich niedriger als von Ökonomen vorhergesagt und deswegen verloren dann auch die Börsen in Fernost heute wieder deutlicher an Wert. Der Nikkei 225 Index, der schloss mit einem Minus von 1,6% und der Shanghai Composite, der rutschte um 2,7% ins Minus. Und was macht der deutsche Aktienindex daraus? Nun, der notiert bei 10.173 Zählern immerhin mit 49 Punkten oder 0,5% im grünen Bereich. Hier geht es also leicht aufwärts, aber wir spüren doch eine gewisse Zurückhaltung unter den Anlegern, denn es gibt ja nun endlich in dieser Woche den großen, entscheidenden Termin der US-amerikanischen Notenbank Fed. Wird es nun am Donnerstag den Beschluss einer Zinsanhebung schon im September geben oder wird man dann vor allen Dingen in der anschließenden Pressekonferenz von Janet Yellen, der US-Notenbankchefin, viele Gründe finden, um diese Zinsanhebung, die ja schon lange angekündigt wurde, nochmals zu verschieben. Und im Vorfeld wollen sich natürlich viele Marktteilnehmer gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Das könnte dann auch die Umsätze zunächst in der ersten Wochenhälfte an den Börsen etwas im Zaum halten. Auf der anderen Seite haben wir aber am kommenden Freitag auch den großen Hexensabbat, also den dreifachen Verfallstag an den Terminbörsen. Und dieser sorgt ja eigentlich auf der anderen Seite immer für recht lebhafte Umsätze. Also das könnte sich hier vielleicht sogar so ein bisschen ausgleichen, die Waage halten. Es wird auf alle Fälle eine hochinteressante Börsenwoche. Wir schauen uns noch mal kurz Einzeltitel an, die heute schon wieder in aller Munde sind, nämlich die Versorger. RWE und E.ON hatten in der vergangenen Woche 4,3 bzw. 9,5% allein an Wert verloren. Heute geht es nochmals abwärts entgegen dem leichten Erholungstrend des Gesamtmarktes. RWE heute nochmal mit 1,7% im Minus, die E.ON-Aktie mit 0,7%. Die EU-Kommission will sich wohl den Beschluss der Bundesregierung vielmehr von Wirtschaftsminister Gabriel nochmals anschauen, was die Kohlekraftwerke betrifft, dafür eine Überbrückung zu sorgen bzw. diese als Reserve für das Energienetz bereitzuhalten und dies auch zu subventionieren. Möglicherweise könnte dies aber EU-Recht widersprechen und das will man nun überprüfen und untersuchen. Und da gibt es eben, wenn die Stimmung ohnehin schon schlecht ist bei den Titeln der Versorger, nun erneut die selektive Wahrnehmung, dass man hier nochmals oben drauf knüppelt. Also der Abwärtstrend, der scheint hier noch kein Ende gefunden zu haben. Und es gibt ja an den Börsen den alten guten Ratschlag, greife nie in ein fallendes Messer. Und an diese Empfehlung halten sich auch viele Privatanleger, die bei den Versorgertiteln erstmal an der Seitenlinie stehen bleiben und schauen, ob sich das Ganze irgendwann mal beruhigt. Man hat zwar schon irgendwie Lust, hier antizyklisch zu agieren und glaubt an technische Gegenbewegungen, aber wenn dann der Trend so rasant und so heftig abwärts zeigt, na dann hält man sich natürlich auch hier erstmal vorsichtig am Rande auf. Ja, schauen wir mal, was die Woche noch so bringt. Wir werfen noch mal einen kurzen Blick auf den Euro. Der liegt bei einem Dollar 13,40. Eine Feinunze Gold kostet 1.108 US-Dollar im Augenblick. Silber bei 14,53 Dollar. Also da ist heute noch nicht allzu viel Bewegung gewesen.